Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Moto Lifestyle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Warte mal, ich muss mal hier so ein bisschen dran drehen. Heute geht es ums Thema Bremse. Der andere von euch hat ja mitgekriegt, dass ich bei dem Supermoto-Umbau eine Magura Bremspumpe verbaut habe. Ja, und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht nach Bad Urach zu Magura. Und jetzt geht's los. Seht selbst. Die ganze Technik rund um Bremse. Da geht's los. Kommen Sie. Meine Lieben, der Götz Braun neben mir, Who Stops You? Ganz, ganz cooles Motto. Ja. Und das ist das originale Bike, mit dem ihr eine ganz crazy Enduro-Tour gefahren seid. Also als Zeichen auch, hier wird nicht nur performt, was Bremsen angeht und Hirnschmalz eingesetzt und produziert und alles, sondern ihr lebt das, ihr fahrt auch. Genau. Unter dem Motto Who Stops You? Das originale Bike. Quer durch Spanien sind wir gefahren. Quer durch Spanien, 1000 Kilometer. 1500 sogar. Oh Mann. Boah, also Wahnsinn. Nicht nur Offroad, sondern auch Onroad. Kein neuer Part in dem Sinn, dass man jetzt sagt, man geht auf die Rennstrecke. Das ist natürlich nicht neu. Dass jeder die Produkte testen soll. Und deswegen gibt es ein eigenes Motorrad. Genau. Um zu zeigen, wie viel Performance hinter der Bremse steckt. Genau, aber auch der zweite Teil des Slogans heißt da, wer hält oder was hält dich auf, ja, in deinem Leben Dinge zu tun, die du noch nicht getan hast. Ja. Deswegen auch Leuten die Möglichkeit zu geben, einfach mal so eine Riesenmaschine zu fahren. Magura steht für mich für Who Stops You und mit Sicherheit die beste Wahl. An meiner Seite Olaf Müller, Geschäftsführer Magura. Was bedeutet Magura? Magura bedeutet in erster Linie totale, maximale Performance im Bereich Bremsen und Systeme. Und ja, natürlich damit verbunden eine tolle Sicherheit, die wir bieten können. Und jetzt ist es ja so, dass alle Produkte made in Germany sind. Das ist natürlich eine absolute Ausnahme. Wenn man jetzt mal guckt, viele produzieren irgendwo auf der Welt. Also wir haben hier alle Standorte in Deutschland. Wir haben sicherlich noch einen in Taiwan, weil viel Fahrradindustrie da drüben ist. Wurden wir auch dorthin bewegt, dass wir da hingehen mussten vor einigen Jahren. Ja. Aber das Gros, Entwicklung, Umsetzung, Testen, Validieren, alles was wir hier tun, passiert alles in Deutschland. Fahrrad ist momentan etwa doppelt so groß wie Motorrad. Ziel für uns ist natürlich, dass wir Motorrad genauso groß bekommen. Okay. Und dann Balance reinbringen. Ja. Wir können klein, aber auch groß. Ja. Diese Kombination ist einmalig. Und damit, denke ich, können wir in den nächsten 3-4 Jahren auf jeden Fall das ausnivellieren und sind dann beiden gleich groß. Wir sind im Motorrad noch ein bisschen im Nachholen. Wir haben mehr Professionelle oder Ex-Pros, also im Mountainbike-Bereich bei uns, die ja dann hier landen, die ihre Faszination für das Fahrrad mitgebracht haben, dann hier in die Produkte, was man dann ja auch letztendlich irgendwo merkt in den Produkten. Das Gleiche passiert jetzt im Motorrad auch. Also immer brennt dafür. Das absolut. Ist, und das, diesen Spirit merkt man, wenn man hier die Treppe hochgeht. Es ist hier ist eine tolle Stimmung. Magura steht für mich für Qualität, Performance und ganz wichtig, wir bringen euch sicher ans Ziel. Timo Müller, du bist Produktmanager. Du hast hier so ein bisschen mitgebracht. Das ist nur ein ganz kleiner Auszug vom yeah Portfolio. Magura macht im Prinzip alles, was der Fahrer anfassen kann. Wir sehen es hier ganz schön. Wir haben Lenker. An dem Lenker hängen Betätigungsarmaturen, Hebel. Ja. Und on top kommen noch Griffe mit dazu. Sprich, Ergonomie im Sinne von alles, was ich anfassen kann, muss dem Endnutzer sehr gut in der Hand liegen, muss ihm gefallen, weil ich meine, das vermittelt am Ende des Tages die Sicherheit. Von der Grundfunktion ist es genau dasselbe, egal ob wir das für den Erstausrüster machen, sprich OE,
Da haben wir Kunden wie beispielsweise BMW seit 1923, also sprich seit BMW Motorräder baut, ist Magura mit dabei. Dann haben wir KTM, Husqvarna, gehört mittlerweile mit dazu, ja. Und Triumph und also im Prinzip alle europäischen Hersteller. Tendenz steigend sind wir ja. mit dabei. Da habe ich mir gedacht, das liegt an dem Spirit hier. Und zusätzlich zu diesen OE-Produkten, die von der Technik relativ ähnlich sind, haben wir dann noch unsere Aftermarket-Produkte, wo wir einfach auf Endkundenwünsche, Nutzen noch deutlich mehr eingehen. Sprich, wir bieten dann eben mehr Einstellmöglichkeiten, eine größere Griffweiteneinstellung, wo wir wieder bei dem also Thema Ergonomie sind. Kupplungspumpe, Bremspumpen. Genau. Toller Spirit. Und ich danke an dieser Stelle. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Ja, mein Name ist Detlef Glaser. Ich bin hier der Leiter der Kunststofftechnik. Kura ist für mich ein sehr innovatives Unternehmen, das uns viel Sicherheit bringt in Bezug auf Produkte, aber auch auf Arbeitsplätze. Hier wird jetzt produziert, hier werden die Kunststoffteile quasi erzeugt. Wie viele Teile können hergestellt werden in der Stunde, kann man das so sagen? Kommt aufs Produkt dann, aber ungefähr in dem Fall sind es rund 60 bis 70 pro Stunde. Wenn Sie 200.000 Fahrzeuge im Jahr bauen, wäre das kein Problem, wäre möglich. Wir haben rund 1.000 verschiedene Werkzeuge im Einsatz und können aus diesen 1.000 Werkzeugen rund 1.300 verschiedene Bauteile produzieren. 1.300 verschiedene Bauteile und wie viele sind das am Tag, die jetzt hier die Produktion verlassen? Am Tag, also jetzt verschiedene Teile sind es ungefähr so viele, wie wir Maschinen haben, so rund 50 verschiedene Bauteile. Die wir täglich produzieren, aber das wechselt natürlich täglich. Ja. Ja, jeden Tag werden andere Produkte produziert, manche mehrmals im Monat, manche das ganze Jahr und manche nur einmal im Jahr, je nach, wie es quasi geordert wird. Wie es geordert wird. Wir haben einen sehr hohen Automatisierungsgrad. Wir versuchen, wenn es irgendwie möglich ist, die Teile automatisiert herzustellen. Und Teile, die von Hand gefertigt werden, haben wir auch noch, aber das macht bei uns vielleicht 5% unserer Produktion, wo also Menschen noch von Hand Teile einlegen und entnehmen. Dieses Teil hier, frisch aus der Maschine, nehmen wir jetzt mit und gucken uns an, wie die Montage drumherum passiert. Sehr spannend, also bis gleich. Mein Name ist Ralf Plaschek. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei uns im Werk Hengen. Ich bin hier der Werkleiter. Was bedeutet für dich Magura? Sicherheit. Sicherheit, Kompetenz, Verlässlichkeit und ist ein erfolgreich geführtes Unternehmen, schwäbisches Unternehmen. Familientradition seit über 126 Jahren. Macht Spaß hier zu arbeiten. So kann es losgehen, auf jeden Fall. Wieso ist das so? Man achtet natürlich darauf, dass hier, wo die Teile zusammengefügt werden, kein Dreck ist. Also hier ordentliche Klamotten. Sieht das nicht schick aus? Jawohl, los geht's. So, wie groß ist das hier? Also Produktionsfläche 2800 Quadratmeter, Logistikfläche 1800 Quadratmeter. Wahnsinn. Ja. Und jetzt blick einfach mal rüber. Ja. 16 verschiedene Montagezellen und ja, 170 Mitarbeiter sind hier oben am Standort. Stark! Das ist auch schön hell hier, also das ist toll. Der normale Weg dieses Teils würde jetzt diesen Weg gehen, ne? Ja. Wareneingang. Teil kommt rein, ja. Wird kontrolliert, wird ja. 100% geprüft und geht dann in die Produktion. Okay, also da wollen wir auch jetzt hin. Das wird spannend. Hallo, mein Name ist Schirin Griesinger. Ich bin jetzt seit 20 Jahren bei der Magura. Magura bedeutet für mich, seit ich 15 bin mit dem Mofa, die Hochlenker, die Dreigangschaltung, dann übers Motorrad und jetzt auch zum Fahrrad kommen wir noch. Das hier ist aus dem Bereich Fahrrad der Dauerbrenner, oder? Gib mir mal eine Zahl genau. durch. Letztes Wie viele Jahr, Millionen? Oh, 1,4 Millionen letztes Jahr. 1,4. Ja. Da wird viel geschraubt. Kann man ungefähr sagen, wie lange so eine Montage dauert von so einem System, bis ein fertiges rauskommt? Also wir machen jetzt hier in einer Linie 700 Stück am Tag. 700 ja. am Tag. Nur, dass wir mal mit ein paar Zahlen um uns rumwerfen.
Eben habe ich auch gesagt, dieses ergonomische Denken, dieses Einstellen können von Hebeln auf seine Bedürfnisse, auf seinen eigenen Wunsch. Interessant ist jetzt hier mal der Größenvergleich, Fahrrad und Motorrad. Das ist jetzt eine Kupplungsarmatur, HC3 und quasi der kleine süße Bremshebel fürs Fahrrad. Klein und süß, bremst aber ohne Ende. Das ist richtig gut. Das war's auch schon wieder. Ich persönlich hätte noch viel, viel länger bleiben können. Ich sage an der Stelle herzlich Dankeschön. Das war's auch mit unserer Tour de Ländle. Produkte aus Deutschland, totale Performance. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Wenn ihr das auch so interessant fandet, dann schenkt uns gerne ein paar Däumchen nach oben. Genau. Huste Option. Natürlich auch gerne kommentieren unter das Video. Also ich mach mal weiter, ich mach mal los. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.